Hallöchen und seid gegrüßt alle miteinander, hier ist wieder euer Random Dips mit einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix als Bestandteil des Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix auf der PlayStation 4. Der D23 Hype Train ist immer noch am Rollen, wir haben viele weitere Informationen erhalten im Laufe des Tages. Ich kann mir jetzt nicht alles merken. Da waren auch ein paar Sachen mit bei, die mich jetzt nicht so krass interessiert haben. Aber solche Sachen wie, dass sich die Welten fast so anspielen würden, fast so anfühlen würden, als ob es das eigene, das komplette Kingdom Hearts Spiel wäre. Ja, das ist schon krass. Aber ich denke mal, dass es eher auf die unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken bezogen ist und weniger auf die Größe der einzelnen Welten. Dass die Welten größer werden als in Kingdom Hearts 2 zum Beispiel, ach, verdammt, hast mich erwischt. Ist so schon vor Ewigkeiten confirmed worden. Und ich meine, wir haben es auch bei 0.2 schon erlebt, dass die Welt deutlich größer ist. Ich komme mir gerade total durcheinander, was ich sagen soll. Ich bin auch, ehrlich gesagt, relativ müde im Moment. Und hier die ganzen Partikel-Effekte, die auf mich zurasen. Die ganzen Medaillen. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt will ich draufgehen. Und trotzdem unser Punkteergebnis nach oben pushen, damit wir einen schönen Gummijet als Belohnung bekommen am Ende der ganzen Sache hier. Na, kann ich dich noch erwischen? Ja, nice. Aber die nächste Gummischiff-Mission, die jetzt zu unserer Rechten wäre, die skippe ich erstmal. Bis wir so ziemlich alles aus der Main Story gemacht haben. Weil dort liegt nämlich eine Welt, wo man immer bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, bevor es dort wirklich weitergeht. Und das würde ich ganz gerne am Stück abschließen. Yay, tot. Und deshalb nehme ich mir dort ein bisschen Zeit, bevor wir diese Welt dann anfliegen. Okay, ich glaube, wir können bei der Gummischiff-Mission nicht allzu viel reißen, so wie es ausschaut. Ich muss irgendwie versuchen, die Kleinen hier am Rand zu treffen. Den Großen nochmal. Hat leider nicht gereicht. Ah, jetzt sind mir leider ein paar Schätze entgangen dadurch. Nein. Boah, Glück gehabt. Hui. Ach ja, und zu den Gummischiff-Missionen, dazu kann man ja was sagen. Die sind jetzt mehr so, sollen angeblich mehr so Open-World-mäßig sein. Und das ist eine wirklich aufregende Perspektive. Und es gibt mehr Möglichkeiten, seinen Gummijet anzupassen. Es ist jetzt wirklich so, als ob man angeblich durch den Raum fliegen würde und die Welten nach eigenem Ermessen entdeckt. Und das finde ich ziemlich geil. Nur kommt es halt darauf an, wie es mit dem Fortschritt dann geregelt wird. Ob dann das Level der Gegner in den jeweiligen Welten angepasst wird auf das eigene Level. Oder ob einem dann gezeigt wird, nee, okay, die Welt, die liegt deutlich über deinem Level. Keine Ahnung, wie es gehandhabt wird. Aber ich denke mal eher, dass es so ähnlich abläuft wie die erste Variante, dass es irgendwie skaliert wird oder dergleichen. Bestimmt gibt es auch später die Möglichkeit, das irgendwie abzustellen bei Level 1 Playthroughs, aber für grundlegende Playthroughs könnte das vielleicht ein guter Ansatz sein. This place is kinda different. Something's up. Organization 13? On the hot list. Only one way to find out. Und wenn ich mir diese Cutscene so ansehe, ist noch eine weitere Sache mir wieder eingefallen, die bereits confirmed wurde. Nämlich, dass man auch die Welten in Kingdom Hearts 3 mit deutlich mehr NPCs ausgefüllt hat. Jetzt eben gerade haben wir auch das Schreien von Leuten gehört zum Beispiel. Und diese Leute sind nirgendwo zu sehen, wirklich nirgendwo in dieser Welt. Ja, aber das war
lag höchstwahrscheinlich an Hardware Einschränkungen damals zu PS2 Zeiten. Aztec Treasury? Aye, and thanks to the curse put on it, we are neither among the living nor the dead. Really? Cause you look like regular pirates to me. Ah, but in the moonlight. Whoa! Now I get what you were saying. Well, if you see two doofuses and a brat holding a keyblade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see? And nobody knows what it'll do to you. Especially when the moon's showing what you really are. I'm not a Barbossa, you say? Hey! See there? I knew it. Those are the punks I was telling you about. Who are you calling punks? It's Sora, Donald, and Goofy to you, and don't you forget it. That we won't, and we'll engrave it on your tombstone, to be sure. Whoa, I like your style. Man, half of you stay here and indulge these cullies. The rest, bring me that medallion. Aye! Aw, we only get to stomp on a few of you? Ah. Die Musik, da kommt Hype. Und ja, wir können sie aktuell nicht verletzen. You best be saying your prayers. Hey, watch out, they can see you. Stay away from their magic. What for? Weren't you listening to me before? Hey, Pete, thanks for the tip. Ja, genau, denn Magie ist sehr effektiv gegen die hier. Wir machen mal Eis. Und dadurch kann man die perfekt stunnen. Die können sich nicht bewegen. Ich versuche mich mal hier hinzustellen. Die sind auch jetzt durch Donalds Blitze stark eingeschränkt. Natürlich muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen, weil wenn die sich befreien, können die doch schon ziemlich massiven Schaden bei mir anrichten. Die Sache ist noch nicht vorbei. Wenn Carlo hier ist, dann heißt das, das gibt Arbeit für uns. Genau. Und der Piratenkapitän sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann nur hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir einen kleinen Segelturm mit einem Piratenschiff machen. Ich mach nur Spaß. Diese Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnten was von einem Medaillon. Ihr müsst dorthin gehen, in die Richtung. Okay. Und ja, das Gimmick an den Piraten ist, dass diese wirklich nur verletzt werden können, wenn Mondlicht auf diese trifft. Ansonsten sind sie ähnlich wie Hades, invincible. Elizabeth! Stop! What are they? It's the Red Wolf! Red Cloud! We'll deal with them. Go, take cover. Ich frag mich manchmal, was die Weltenbewohner denken müssen, wenn Sora, Donald und Goofy einfach mal hier so mittendrin aus dem Nichts aufschlagen. Okay, die kümmern sich darum, alles Klärchen. Oh, ich muss aufpassen. Und viele Leute haben sich hier mit der Welt damals gestört gehabt, dadurch, dass die halt so, sag ich mal, mehr so auf Realismus macht. Ich sag gleich noch mehr dazu, nach der Cutscene. Sehr beachtlich. Meine Fechtkünste sind ja auch nicht zu verachten, aber mit solchen Gegnern hatte ich es bisher noch nie zu tun. Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher. Ich bin Sora.
Und das sind Donald und Goofy. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Okay, Will. Wollen wir? Unbedingt, wir müssen schleunigst zu den Docks. Aber vorher graben wir uns hier die ganzen Schatztruhen. Mir fällt mir auf, dass ich total verpeilt habe, Blitz reinzunehmen. So, was nur sagen wird, also mich persönlich hat das niemals gestört. Alter. Weil Flugzeugkaribik hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, verdammt. Vor allen Dingen der erste Teil. Ich muss sagen, der erste Teil hat mir eigentlich am besten gefallen. Ein anderer Freund von mir vertritt auch die Ansicht, dass die anderen Teile nicht wirklich nötig gewesen wären und inzwischen, vor allen Dingen bei Teil 4 hat man das gemerkt. Teil 5 habe ich mir gar nicht gegeben. Keine Ahnung, wie der war. Aber ja, eben weil es halt so in diese realistische Richtung geht, diese Welt, sind halt viele stark abgeneigt. Aber ich persönlich habe da absolut nichts dagegen. Und vor allen Dingen bei der Unreal Engine 4 hat man jetzt für Kingdom Hearts 3 bzw. auch für 0.2 und den Kingdom Hearts Key Film eine ziemlich gute Engine gefunden, um das Ganze irgendwie auch realistisch darzustellen. Also auch die Disney-Filme, die halt wirklich, naja, so im klassischen Stil, verdammt, sind. Wie man es so kennt, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Ich glaube, Zeichentrick ist ein bisschen zu simplistisch, als dass ich das jetzt einfach so bezeichnen könnte. Na komm her, mein Freundchen. Ich habe leider keine Magie, deswegen muss man es auf die Art machen. So, wir dürften jetzt eigentlich alle Schätze eingesammelt haben, mit Ausnahme von dem Puzzleteilchen. Hier, ne? Ich weiß nicht, ob man da vielleicht mit Sportsfreund Level 2 rankommen könnte. Ist das Teil gut? Ich muss mal gucken, ob das die eine Ability war, die ich nicht haben wollte. Ich habe Sportsfreund Level 1 noch gar nicht ausgerüstet. Peinlich, peinlich. Das Teil will ich noch haben. Für den Fall, dass wir mal in brenzliche Situationen kommen, erhalten wir dadurch einen netten kleinen Erfahrungsboost. Na, ich komme noch nicht ran. Ich riskiere es mal. Ach komm. Glück gehabt. Todes viel Glück gehabt, dass das geklappt hat. Es war auch ehrlich gesagt nicht geplant, dass ich dort an der Wand abpralle. We're too late. Huh? Those pirates kidnapped my swan and took her to their ship. Now they've sailed. And I'll never be able to find her. Then she's long gone. The Black Pearl is nigh uncatchable. Best find yourself another girl, mate. You. What are you doing about the Interceptor? She's off limits to civilians. Ah, fortunate that I'm going to commandeer her then. She'll make a fine pirate ship. A pirate? Captain Jack Sparrow, if you please. Take me with you. Help me hunt down the Black Pearl and save Miss Swan. I got you out of that jail cell, Sparrow. Do this, and your debt's repaid. You'll have to win Fair Lady's heart alone, mate. I see no profit in it for me. Come on, Captain. Are you sure you can sail her? All on your own? You've a point there. Thanks, Sparrow. Captain Sparrow. I'm Sora. This is Donald and Goofy. I'm Will Turner. That will be short for William, I imagine. No doubt name for your father, eh? Yes. Well then, Mr. Turner, you get us ready to make way. I have some effects to liberate. Aye, aye. But hurry! Naturally. Sora! You really want to be a pirate? Of course not. What do you make of this Will? I don't know. We just met him. I think my luck's about to change. So, das kann eigentlich so bleiben. Ich gucke mir noch mal kurz die Abilities an von Jack. Ach, die können eigentlich so bleiben, da brauche ich mir eh nicht viel mehr Mühe geben.
Das lasse ich auch erstmal so. Ja, ach, was soll's. Wir bleiben so, wie es ist. Jo, kann losgehen. You can release me. You have your trinket. I'm of no further value to you. This is no trinket, Missy. This is cursed Aztec gold. One of 882 identical pieces they delivered in a stone chest to Cortez himself. I hardly believe in ghost stories anymore, Captain Barbossa. That's exactly what I thought. Buried on an island of dead, what cannot be found except for those who know where it is. Find it we did. There be the chest. Inside be the gold. And we took them all. We spent them and traded them and fritted them away on drink and food and pleasurable company. The more we gave them away, the more we came to realize. The drink would not satisfy, and food turned to ash in our mouths. We are cursed men, Miss Turner. Compelled by greed we were, but now we are consumed by it. How very sad for you. There is one way we can end our curse. All the scattered pieces of the Aztec gold must be gathered and restored to the stone chest. And the blood of every soul who touched a piece of the treasure must be repaid. Miss Turner, for 10 years we've searched every league of these waters, every town and village, preying on sailors and settlers alike. 881 pieces we found, but despaired of ever finding the last. All those years, you've been safe in your bed, reading your pirate stories, dreaming of adventures in the high seas. We've endured torments worse than death itself. But now, thanks to ye, we have the final piece at last. When this medallion is restored to the chest, we'll be free to roam the seas as men. No longer will we be ghosts. And the blood that's to be repaid? That's why there's no sense to be killing you. Yet. You see, the moonlight shows us for what we really are. We're not among the living. And so we cannot die. But neither are we dead. I've suffered too long. You'd best start believing in ghost stories, Miss Turner. For you see, tonight, you're in one. So, und los. Warte mal, habe ich das richtig ausgewählt? Noch nicht. Jetzt geht das hier los. So, man kann jetzt ja auch zum Beispiel ins Schiffsinnere fliegen, wenn man Bock hat. Und diesen Kampf hier skippen. Aber wir wollen uns natürlich die zusätzlichen Erfahrungspunkte und das Geld nicht entgehen lassen. Warum seid ihr so auf diesen Kompass fixiert? Dieser Kompass wird uns zur Isla del Muerta führen. Dorthin ist auch dieser Barbossa unterwegs. Klar soweit? Woher weißt du das? Nun, mein Freund. Er und ich hatten es einst auf einen Schatz abgesehen. Aztekengold. Es war versteckt auf der Isla del Muerta. Aber er hinterging mich und stahl mein Schiff. Dann ist er immer noch hinter diesem Schatz her. Der Schatz ist bereits sein, und sein ist auch der Fluch, mit dem der Schatz belegt war. Ich habe kein Interesse an solch trügerischem Luxus. Aber ich werde mir zurückholen, was mir gehört, die Black Pearl.
Ihr Jungs wartet hier. Der junge Mr. Turner und ich werden das Fräulein befreien. Hey, und was sollen wir hier machen? Ihr werdet natürlich das Schiff beschützen. Diese Aufgabe wird nur an die mutigsten Piraten vergeben. Gut, alles klar. Dass ihr sie mir gut beschützt. Wollen wir? Ich muss sagen, ich bin schlecht darin, Jack zu voicen. Ich schätze, er wollte uns nur nicht dabei haben. Und du bist darauf eingegangen. Wo bleiben die zwei denn nur? Sie lassen sich wirklich ganz schön Zeit. Wenn Carlo in der Gegend ist, dann müssen dort auch Herzlose sein. Und Jack und Will sind es nicht gewöhnt, gegen Herzlose zu kämpfen. Wir sehen uns besser nach ihnen. Peace that went astray, we have returned, save for this. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. Und ich glaube, der Voice Actor für Jack Sparrow ist hier in dieser Welt derselbe wie von Tidus aus Final Fantasy X oder Tidus oder was auch immer ihr bevorzugt. Okay, der Move, den ich dort reingenommen habe, ist der schlechte, den ich nicht drin haben wollte. Den nehme ich auch gleich wieder raus. Ach, gerade so hat er auch mich erwischt. Wow, nein, 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 nein. Beruhige dich, mein Freund. Okay. Offenbar scheint er während dieses Splash-Damage-Moves, wo er sich und seinen Kopf auf den Boden haut, am Anfang ein wenig Super-Armor zu haben. Schlitzerrolle, das will ich nicht. Das ist viel zu schlecht, da kann man die Gegner manchmal auch aus der Kombo rausschlagen, beziehungsweise erholen sie sich manchmal zu schnell. Es gibt manche Gegner, die wirklich sich extrem schnell rächen können. Vor allem auch bei den Secret Bossen später. Quick, they're after us! We'll hold them off. Give us a sign when the ship's ready to sail. Right. We'll light the signal fire. So, und hier während dieses Kampfes benutze ich meist sicherheitshalber Hühnchen Junior. Da muss ich halt vor allem aufpassen auf die Scharfschützen, die weiter hinten stehen. In der Zwischenzeit muss man versuchen, eine Minute zu überleben. Und vor allem die Scharfschützen, die haben auch eine extreme Reichweite. Also auch wenn die dort hinten stehen, können die euch wegsnipen. Na, schade. Und ihr seht, wie viel Schaden die machen. Ungünstig ist natürlich, dass ich wieder keine Magie wirken kann. Deswegen muss ich mich jetzt komplett auf Hühnchen Junior verlassen. Das war knapp. Los, komm schon. Nutz deine Pfeife wieder. Nein. Okay, Freundchen. Dafür, dass du mich abknallen wolltest, bist du jetzt dran. Okay. Schade, der steht ja nicht im Mondlicht. Mondlicht. Ja, noch ein Kill macht zum Ende hin schön. Oh, es lief besser als erwartet. Wo ist Jack? Tja. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. No, not yet. We wait for the opportune moment. When it's of greatest profit to you? May I ask you something? Have I ever given you reason not to trust me? Stay here. Try not to do anything stupid.
Begun by blood. By blood undone. You, maid, your father. Was your father William Turner? No. I don't understand. What's going on? Who brought this wench to us? She said her name was Turner. Come on. Why isn't it working? You need my blood. Get on with it. Idiots. Hurry. You there! The medallion! After them, you ingrates! Ich musste es tun. Jack ist kein Pirat wie in Abenteuergeschichten. Den echten darf man auf keinen Fall trauen. Ich muss sagen, manche Cutscenes sehen irgendwie merkwürdig aus in 60 FPS. Also, diese ganzen letzten paar Cutscenes, die wirkten alle so schnell. So im Schnelldurchlauf. Bei anderen Welten ist das irgendwie mehr so natürlich gewesen. Hat sich das besser eingefügt. Aber ich bin ja froh, dass sie wenigstens die ganzen Bugs gefixt hatten. Nein, 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 nein. Töte mich nicht. Ja, schön getrennt von deinem Freund bis jetzt. Ohne den schaffst du es nicht. So, wo ist der letzte? Ach, da hinten. Ach, da ist noch einer dazugekommen. Kommt die Treppe nicht hoch. Okay, bis eben. Nein, bloß nicht wieder zurück in den Schatten. Immer schön im Mondlicht bleiben. Nice. Und was für ein Item bekommen wir? Eine Aether. Is it true? You gave Barbossa my name instead of yours. Why choose my name? I don't know. Elizabeth. Where did you get that? It's yours. From that day we found you. Drifting at sea. After all this time, I thought I lost it. It was a gift from my father. He sent it to me. I'm sorry. Why did you take it? Because... I was afraid that you were a pirate. That would have been awful. Of course. Don't you see? It wasn't your blood they needed. It was my father's blood. My blood. The blood of a pirate. How the blazes did you get off that island, Jack? When you sailed away in my ship and marooned me on that godforsaken spit of land with naught but a pistol and a single shot, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. I won't be making that mistake again. Then what say you to putting the past behind us, untying these ropes, and let me negotiate the return of your medallion, eh? What say you to that? Seeing as how the Black Pearl's mine now, Jack, letting you go doesn't seem to fall within my interest. Odd. I'm not actually concerned with your interest. Give me back the pearl! Arr. All right, lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain? What do you think, you idiot? Will, look!
Right now! I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. Wow! Will! Everyone hit the deck! We're just gonna have to fight. So, und jetzt kommt ein etwas längerer Mobfight, wo wir gegen Piraten kämpfen müssen. Ich versuche hier so viele von denen wie möglich mit dem Eis vorher zu erfassen. Oh nein, 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 killt mich nicht. Danke. Ja, der hat schon einen Molotow-Cocktail geschmissen. Ja, die wurden schon mal schön von Donut vorher beschädigt. Und ja, hier bei den etwas größeren kann man Situationskommando anwenden, wo man deren Moves ausweicht und dann mit dem letzten Move kontert. Na verdammt, der ist im Schatten. Wie jetzt zum Beispiel, nur dass ich gerade versaut habe, ich war zu weit weg. Ah, er wurde gerade weggehauen. Und ihr wollt aufpassen, dass ihr nicht von den Kanonenkugeln getroffen wird, weil die können ebenso euch ziemlich stark beschädigen. Oh, yay, Level up. Angstkraft plus Markiekraft ist da oben, ja, sehr schön. So, wo sind denn jetzt hier die restlichen Gegner gespawnt? Ach, da oben, sie sind ein wenig desorientiert und schaffen es nicht runter. So. Musst du ein bisschen aufpassen wegen dem Typen hier rechts. Na, jetzt ist noch einer mit deutschen Molotov-Cocktails gespawnt. Und ich bin gerade nicht full life, deswegen will ich lieber aufpassen, dass sowas wie jetzt nicht passiert. Für Leben hast du noch? Okay, das kann man auch schaffen. Und ich versuche jetzt auch größtenteils meine Luftkombos anzusetzen, dadurch, dass wir mit dem Heldenwappen den Luftkombo-Boost haben. Boah, gut gehabt. So, und jetzt hier, dadurch, dass wir schon eine ganze Menge an Piraten ausgeschaltet haben, sind auch die Piraten auf der Black Pearl deutlich aktiver und beballern uns öfters mit ihren Geschossen. Ich werde uns mal eine Potion gönnen. Natürlich genau in dem Moment, wo ich blocke, greifst du mich nicht an. Wo hinten ist der Molly gegangen? Ah, dahin. Ich schieß mal zurück. Yay, das bringt so viel. Ich glaube, das sorgt dafür, dass mal für eine kurze Zeit lang Pause ist mit den Geschossen. Epic Finish. We beat the pirates. Well, did you know? Jack! Now then, I'll be having back that medallion. Unless it's more important than their lives. Barbossa! She goes free. Go ahead, boy. Shoot. We can't die. You can't. But I can. My name is Will Turner. My father was Bootstrap Bill Turner. His blood runs in my veins. Aye? On my word, do as I say, or I'll pull this trigger and be lost at Davy Jones' locker. Name your terms, Mr. Turner. Release Elizabeth, and Sora, and Donald, and Goofy too. Anything else? Leave, now! Agreed. Leave we shall. But the Heartless stay. No fair! Gute Arbeit, Barbossa. Wer hätte gedacht, dass das so einfach werden würde? Barbossa, ihr seid ein Feigling! Das war das letzte Mal, dass ich einem Piraten vertraue. Die Pulverfässer sind bereit, Captain. Dann sage ich Lebewohl. Was machen wir denn jetzt?
In die Luft fliegen werden wir. Warum sich abmühen, Partner? Ein Pirat weiß, wann es Zeit ist, aufzugeben. Ist das dein Ernst, Jack? Captain Jack. Nun, ein Durchschnittspirat zumindest. Wir müssen uns als erstes um das Schießpulver kümmern. Ich werde dieses Schiff auf keinen Fall verlieren. Ich habe immer noch nicht vor, Piraten wieder zu vertrauen. Sehr schlau von dir, Junge. Ah, ich kann ihn leider nicht rausschmeißen. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei der Aufstellung. Welche Ability habe ich freischaltet? Die Luftspirale. Das ist wiederum eine Ability, die ich doch dankend annehme. Ist hier unten noch eine Truhe? Nee, bei einem Dealer. Dann gehe ich mal mein Zeug hier ab. Mal gucken, was er mir dafür gibt. Okay, ich kann neue Gegenstände herstellen lassen. Zum Beispiel diese wunderprächtige Eisgar-Klammer. Obwohl, ich mir fällt gerade mal auf, dass ich gar nicht die anderen Items ausgerüstet habe. Achso, ich brauche den Energiesplitter, um das herstellen zu können. Yay, Freudenmaterialien können jetzt verwendet werden. Und ich glaube, dadurch kann man wiederum Items von einer höheren Wertigkeit herstellen. Zum Beispiel, wenn man ein Elixier mit den Zutaten eines Elixiers schmieden wollen würde und dann einen Freudenzutat dazu schmeißt, kriegt man dann zum Beispiel ein Final-Elixier. Ja, ich glaube, so war das. So. Wir versuchen uns jetzt hier so schnell wie möglich von den Fässern zu entledigen. Wir müssen natürlich aufpassen hier wegen der Luftpiraten, die uns weiterhin fleißig angreifen wollen. Okay, der will das Pulver. Nein! Shit, 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 shit. Nein, 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 warum schickst du mich weg? Oh, Glück gehabt. Gerade noch so. All clear. That's the second time I've had to watch that man sail away with my ship. But I'll be having her back soon enough. Ihr bleibt hier beim Schiff, meine Liebe. Kommt gar nicht in Frage. Will konnte da drin sterben. Dem guten William geht es blendend, glaubt mir. Ich bin keine Narren, Jack. Dann glaubt bitte mir. Sora, Donald, Goofy, bringt Will unversehrt zurück. Oh, machen wir. Oh, hier haben wir noch eine zweite abwesende Silhouette. Aber mit der will ich mich definitiv nicht anlegen. So, habe ich eigentlich Reflekt bekommen? Ja, ich hab's bekommen, nice. Das war der Schutzzauber, auf den ich in der letzten Folge angespielt hatte. So, jetzt haben wir Eisblitz und Reflekt. Das ist ein relativ grundsolides Setup. Ah, wollten sie mich hier off-guard treffen? Guard. So. Ich muss sagen, dass mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass ich manchmal die Worte ziemlich stark nuschle. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich bin halt doch auch manchmal noch relativ nervös, wenn ich hier aufzeichne. Und wenn ich hier mitten im Gefecht bin, muss ich ja doch ein bisschen aufpassen. Und jetzt kann ich hier gegen den Typen nichts machen, weil wir ja noch im Schatten sind. Deswegen versuche ich den jetzt hier mal wieder rauszubaiten. Und der ist tot. Jetzt dürfte, glaube ich, noch eine zweite Welt kommen, oder? Nee, doch nicht. Aber auf jeden Fall steht jetzt hier gleich die finale Konfrontation an. Boah, dieses Blitz. Der Blitzfinish hat extrem viel Schaden gemacht. Ich glaube, in etwa so viel, als wenn ich ihn mit dem Situationskommando getroffen hätte, was man bei ihm auslösen kann. So, der wird hier erstmal gestunt. Ne, bleibt mal schön hier, da wo ich dich auch verletzen kann. Ich sollte vielleicht mal nachprüfen, ob ich nicht bald mal ein Puzzle-Motiv fertigstellen kann. Aber ich glaube, da lasse ich mir auch nochmal ein bisschen Zeit. Dann machen wir es mal am Stück. So, und hier dürfte es jetzt eigentlich nichts Neues mehr geben, in dem Bereich, wo wir jetzt waren. Und jetzt kommt hier noch ein Kampf. Und einige Schätze gilt es wieder einzusammeln. Und hoffentlich überleben wir den Spaß auch noch. Nein, geh da nicht hin. Geh nicht in den Schatten. Bleib im Licht. Ah, ich hatte gehofft, dass ich ihn baiten könnte.
Joi. Geil. Ich hab nur die Bombe fliegen gesehen und... Oh Mann. Okay, um den kümmert ihr euch schon prächtig, wie ich sehe. Okay. Ja, komm schon. Okay, wir uns doch lieber Eis. Und jetzt muss ich hier aufpassen, weil der könnte mich one-shotten. Ja, das bringt mir nichts, weil ich ihn nicht verletzen kann. Und da kommt auch schon gleich der nächste Angriff von ihm. Dadurch, dass er ja nicht getroffen wurde. Alter! Regt euch mal ab. Junge! Hoho! Was soll das? Was soll das? So, stopp. Jetzt macht hier das Eis euch schön Schaden. Zack. Und zack. Gut, zwei sind schon mal down. Okay, der ist jetzt leider in die dunkle Seite abgedriftet. Na, seid ihr jetzt eigentlich gerade alle? Bis auf dich? Nein. Danke, dass du ihn pariert hast. Oh nein, 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 nein. Er ist gerade unverwundbar. Verdammt. Ich muss sagen, die Schlacht läuft überhaupt nicht nach meiner Vorstellung. Das ist, glaube ich, jetzt der beste Versuch, den wir hatten. Okay. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh shit. Shit. Los, weg da, weg da. Heiliger, ihr macht's heute echt spannend, Kollegen. Nein. Na, komm mal her. Sei nicht so schüchtern. Du kannst auch so viel mehr. Die Schützen haben echt wenig Life. Ah, da hatte ich ein bisschen Befürchtung, dass der Finisher nicht im Mondlicht wäre, aber nee, alt schick. Und für den Fall, dass wir jetzt den anschließenden Bossfight verlieren sollten, möchte ich nicht diesen ganzen Fortschritt, den wir eben gerade erreicht haben, wieder verlieren. Deswegen gehen wir mal kurz in das Gebiet davor zurück. Und jetzt können wir in den nächsten Raum übergehen und uns dem Boss dieser Welt entgegenstellen. Now let's be joined us again. The last of the Aztec treasure has been returned. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. This time for sure. Ahoy! Treasure, mateys! Not possible. Well, probably. We're alive and we're pirates. Captain Jack Sparrow. Sora. Captain Jack. Goofy, too. So you want to play pirate? Best save the play acting for the nursery. After them! No more play acting now. Thank you, Sora. Oh, where's Jack? Jack! Get him! Jack! You're a fool, Jack Sparrow. Jack. Show yourself, Pete. The tide has changed. See? I told you you'd be needing old Pete. So, bei diesem Kampf gibt es einen extrem nervigen Umstand, den man beachten muss. Jack darf nicht sterben. Und als allererstes müssen wir hier erstmal den Herzlosen besiegen, damit wir wieder was sehen können. So, da ist ein paar Bosse. Und das Schöne ist, man kann ihn die ganze Zeit hier mit dem Eis gefangen halten. Aber wenn ihr genug Ether bei euch habt,
und den immer schön im Licht haltet, kann man sich den Kampf ziemlich leicht machen. Und das Schöne ist hier, glaube ich, am Rand kann er gar nicht abdriften. Und so könnt ihr ihn die ganze Zeit gefangen halten. Blöd ist nur, dass mir irgendwann die Äther ausgehen werden. Ah, da hatte ich Angst, dass er ausbrechen würde, weil Barbossa kann ziemlich fies sein, wenn er ausbricht. Seine Angriffe sind schnell und stark und können hier auf Veteranen uns immens schwächen, wie ihr sehen könnt. Hätte ich ihn doch mal nicht entkommen lassen. Na, ich pass mal auf. So, okay, und jetzt beende ich's. Ja, ohne diesen Trick ist dieser Kampf, kann er mühsam werden. This ain't over. Right. Care to surrender, Barbossa? Well, enough of this then. What say you we call it a draw? Jack, how many times do I have to tell you? Laugh while you can, Barbossa. I feel cold. What now, Jack? Whatever I want, now that the power is mine again. That she is. Thank you, Jack. I didn't want you hitting me again, mate. Hey, Jack, good luck. I remember to be good! I'm off. Good for them. Uh-huh. Hey, Sora, how come your face is all red? What? It is not red. I know who you're thinking about. You know, for a minute there, I was afraid we were gonna lose Donald to the curse of the treasure. Yup, me too. What? Nun gut, liebe Leute, ich würde sagen, für die heutige Episode reicht das doch erst einmal. Machen wir beim nächsten Mal hier mit dieser Welt hier rechts weiter, die dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt erscheinen dürfte. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne mal eine Bewertung oder auch einen Kommentar da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und sofern ihr es wünscht, können wir uns alle sehr bald
mit der Welt hier rechts wiederhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Schlaf gut.